Wir haben heute den zweiten Teil für euch von dem GT86 VLN-Rennwagen. Ich befinde mich hier gerade noch auf der Autobahn in meinem Bus und fahre zu Uli. Habe meinen Computer dabei, das ganze Zeug zum Loggen dabei. Und dann werden wir heute im Training ein paar Runden auf der Teststrecke oder auf der Grand Prix-Strecke fahren. Ein paar Testrunden auf der Grand Prix-Strecke, so wollte ich sagen, fahren und dann schauen. Wenn das Auto gut läuft und alles passt, werden wir heute Abend noch mal eine Runde oder zwei im Slot auf die Nordschleife gehen. Aber in erster Linie wollen wir heute halt feststellen, ob das Auto fehlerfrei funktioniert und inwieweit wir da mit den anderen mithalten können oder wie wettbewerbsfähig das Auto ist, ne? Also ich bin gleich da und dann melde ich mich aus der Boxengasse. Bis gleich. Hier am Ring angekommen, stehe an der Boxenmauer. Uli ist schon ein paar Runden gefahren. Wir haben den Laptop und das ganze Logging-Zeug ins Auto eingebaut. Und ja, wie gesagt, 10, 15 Runden mit dem neuen Auto haben wir jetzt hinter uns. Und das funktioniert echt ganz gut. Warten wir einfach mal hier, ich drehe mal um. Hier kommen halt die ersten Autos rumgefahren. Und schauen wir einfach mal, ne, wie er hier gleich vorbeifliegt. So, da hinten. Sich gut an, wir haben noch den Motor noch angehört und so, gerade nach den ersten Runden. Da ist alles einwandfrei. Ich habe mein Laptop jetzt in die Beifahrerseite aufs Boden eingeklebt. Ich hoffe, das hält 3-4 Runden, dass wir hier ein verlässliches Logging haben. Aber ich bin da gut unterwegs. Wollen wir mal gucken, wenn er gleich wieder reinkommt. Kurz und knackig, ich komme jetzt gerade vom Training auf der Nordschleife, also ab 16 Uhr war die Strecke auf und dann konnte Uli mit dem GT86 und der Dirk, die konnten halt auf der Nordschleife testen. Ja, alle meine Daten, die ich aufgezeichnet hatte, aus der Grand Prix, von der Grand Prix Strecke, also Gemisch, Zündzeitpunkt und sowas alles, passte perfekt, genauso wie wir es haben wollten. Der Motor läuft super. Und deswegen sind wir dann zum Training auf die Nordschleife gegangen, jetzt um 16 Uhr. Und nach der zweiten Runde ist der Dirk mit dem GT86 eine 9 Minuten 46 gefahren. Und Uli ist dann danach eine 9 Minuten 36 gefahren. Das war die dritte Runde mit der Grundanstellung vom Fahrwerk.
nichts super mäßig angepasst, also echt noch alles im Rahmen. Und ja, das Auto funktioniert perfekt, die Motorsteuerung funktioniert perfekt. Also ich habe meinen Job da jetzt gemacht. Wir haben das Auto zur technischen Abnahme gebracht. Jetzt arbeiten wir natürlich, dass wir noch mehr Power rauskriegen fürs nächste Mal. Das nehmen wir natürlich jetzt als Basis. Wir arbeiten jetzt dran, nochmal den Ansaugtrakt umzubauen und so. Am Mapping geht nichts mehr. Also da ist jetzt wirklich, ja, mehr Power kriegen wir einfach nicht raus. Da müssen wir jetzt ein bisschen mechanisch tätig werden. Ein paar Kleinigkeiten modifizieren. Uli geht ans Fahrwerk, ich mache mich an den Motor. Und dann, denke ich, wird das Auto richtig, richtig, richtig schnell werden nachher. Jetzt haben wir nochmal über den Winter jetzt ein paar Stündchen Zeit, das nochmal besser zu machen. Ja, wenn ihr Fragen, Anregungen habt und so zu dem VLN-Projekt oder wo man das Auto sehen kann, dann schreibt es unten in die Kommentare. Wäre echt cool, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like da. Ich fahre jetzt meine 250 Kilometer nach Hause. Also, schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr so lange zugeguckt habt. Sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.